sieht aus, als würde es... Hey, was zum Teufel? Kammerjäger, Hilfe! Bitte! Freddy, Hilfe! Hack dieses Ding oder sowas! Aber das habe ich bereits, Timothy! Und du gehst direkt zu Pretty Boy, mein Hübscher. Servus miteinander, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja. Willkommen zurück. Wir spielen weiter. Ich weiß nicht, was wir machen, aber wir machen's. Let's go! Ja, Quest abholen wollten wir und das Paket von der Emma wollten wir noch machen hier hinten. Genau, das meine ich. Hallo, Tink. Dann geht's nicht gut. Ja, sie verliert da den Verstand. Kaputter Tink. Sie ist unten. Oh. Hier ist Loot. Hier sind Gegner. Mit Automaten. Ah. Bestimmt erwähnt, dass hier Gegner sind. Ja, ja. Au, 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 au. Ja, sie braucht Hilfe. Wo bist du? Ich hatte so einen Mobster, weißt du, so einen. Ach so, ja, ich würde gerne das Paket von Ember holen hier oben. Ja, hier unten sind schon wieder Gegner, weil wir jetzt wieder neu in dem Gebiet hier sind. Gegner! Juhu! Ah, ich hätte es, glaube ich, fast geschafft. Oh, ich glaube, ich weiß, wie wir da hinkommen. Ach, hier unten ist der Questgeber. Ja, ja, der ist unten. Oh, Hands am Hose! Kaputt. Ja, gut, dass wir die schon haben. Die sind doch schon wieder platt. Ja. Ha! Nice! Und noch mehr! Hier, Granate! Fang! Wo? Ich sehe sie nicht! Ich bin blind! So. Mein Dicker richtet. Du meinst unser Dicker, also du. Ja. Nee, habe ich nicht gesehen, aber hast bestimmt ganz toll gemacht. So. Huch, da ist ja noch ein Tourist. Toter Tourist. Ah, auch toter Tourist. Bin da. Danke. Alle weg. Rede. Wunderbar. So, ich probiere das jetzt nochmal, ja? Ich möchte da gerne hoch und ich glaube, ich habe den Weg gefunden gerade. Du hast den Weg gefunden. Ich folge dir auch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mich jetzt erstmal orientieren. Keine Tische in der Nähe, alles ist gut. Dieser Weg kann leichter sein? Ja, ja, pass auf. Möchte ich hier hoch. Dann möchte ich hier an die Seite. Oh, die hält sich da nicht fest. Ist das doch falsch? Och nö. Ich verliere hier drin den Verstand. Alter, halt doch bitte. Kann die einfach mal die Klappe halten? Ich verliere gleich den Verstand wegen ihr. Dass jemand hört, ich brauche Hilfe. Nein, ich höre dich nicht. Tut mir leid. Bin oben. Hast du geschafft? Ja. Ja, dann. Eigentlich ein in sich nicht logisches Ding. Ja, ja, ich weiß. Aber ist ja egal. Schön. GZ. Nice. Gut gemacht, meine kleine Flamme. Was für ein schöner Anblick, diese... Ich will nur ein Sandwich. Ah, sie hält nicht die Klappe. Ja, wir kommen doch... Wo eigentlich? Ach, da. Ich flehe euch an. Ich stecke schon seit 7 verdammten Jahren in diesem Kaviarlagerraum. Alles, was ich zum Essen habe, ist scheiß Kaviar. Bitte, ich flehe dich an. Ich brauche was zu essen, das nicht nach Salz oder Fisch schmeckt. Verfluchtes Erdnussbutter-Sandwich mit Marmelade. Kannst du mir helfen? Meine Mutter hat immer die besten Erdnussbutter-Sandwiches mit Marmelade überhaupt gemacht. Die perfekte Mischung. Mann, ich kann's kaum erwarten. Aber Erdnussbutter ist doch auch salzig. Das ist das smart? Die könnt doch auch einfach darum bitten, dass wir sie rauslassen. Ich glaube aber, sie hat Angst. Die will nicht raus. Wenn sie so umschreit, ich weiß nicht. Ja, auch wieder wahr. Naja, wer... Sie dreht noch durch da drin, sie braucht Hilfe. Was bist du denn? Ein Bitbot. Der war niedlich. Au. Weg. Granate! Achso, da ist ja gar keiner mehr. Ich geh mal lieber weg, wenn Jan Granaten schmeißt. Das ist mir nicht geheuer. Nein, ich hab nur noch kleine Bumsgranaten. Also das, die machen nicht mehr so großes Bumsauer. Achso, guck mal, hier ist Erdnussbutter.
Hast du gefunden? Habe ich gefunden. Und hier ist Marmelade. Und dann ist da drüben Toast, nehme ich an. Ja. Ja, ich kann das Sandwich von hier fast schon riechen. Auch bei dem Gestank von 7 Jahren Scheiße in meiner Scheißecke. Sie ist da links. Bring mir jetzt das Sandwich. Wie wär's mal mit einem Bitte, junge Dame? Wer hat dich denn erzogen? Hast du jemals einen NPC Bitte sagen hören? Ja. Erinnerst du dich nicht an diesen unfassbar freundlichen Typen, den wir da getroffen hatten, der immer ständig Bitte, danke, könntest du, wärst du so freundlich? Der war voll nett im Hauptspiel. Aber wie war der creepy? Nein, der war nett. Oh Mann, das ist das Beste, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Danke, vielen, vielen Dank. Bitte? Keine Ursache. Armes, armes Mädel. Das war's? Aber ich brauche mehr. Natürlich ich nicht. Ich will den Geschmack der köstlichsten Frucht im Universum kosten. Die Durianfrucht. Ich liebe diese stinkenden kleinen Dinger. Halt, halt! Durian-Eiscreme. Ja. Bei den Restaurants gab es einen Laden, der sie verkauft hat. Sieh doch mal nach, ob es noch welche gibt. Meine Mutter hat mich bei guten Noten immer mit einem Durian-Eis belohnt. Es ist eine schöne Erinnerung. Na dann, okay. Gehen wir mal für diese schöne, schöne Erinnerung. Hat einer von euch schon mal eine Durianfrucht gegessen? Ich weiß nicht überhaupt, dass es sowas gibt. Also. Doch, also die gibt's wirklich. Die muss unfassbar stinken. Und es gibt Leute, die sagen, das ist halt wirklich die beste Frucht aller Zeiten. Und dann gibt's Leute, die sagen, das ist das Ekligste, was sie je gegessen haben. Und ich habe selber noch nie eine gegessen, aber die Dinger gibt's halt wirklich. Es gibt wohl auch Leute, die essen 100 Jahre alte eingelegte Eier oder so. Ja, oder fauligen Fisch, hier Sirströmming oder wie das heißt. Oder Popcorn mit Salz. Das ist lecker. Das ist voll lecker, sei ruhig. Ich hab Eiscreme. Das ist ja toll. Ich kann es kaum erwarten. Gib schon her. Okay, ich eile ja schon. Eis. Die hat Geschmacksorgasmus. Okay, ganz ruhig, Champion. Das reicht. Da ist noch eine Sache. Du musst sie unbedingt finden. Geh aber erst zum J-Spot. Da hängt immer so ein verdammter fetter Bastard rum, der hier vorbeikommt und sich über mich lustig macht, dass ich in einem scheißbeschissenen Lagerraum lebe. Zumindest hört er sich fett an. Du musst ihm eine Lektion erteilen. Töte ihn einfach! Du ahnst ja nicht, wie sehr ich diesen gottverdammten Drecksack hasse. Mach doch selber. Komm da raus und mach selber, Fräulein. Das sieht aber alles von außen zugeschlossen aus. Also, ich glaube, die kann gar nicht raus, selbst wenn sie wollte. Ja, aber immer ist das unser Problem. Ach komm, das ist doch immer... Oh, hey. Na? Da ist der fette Trottel. Fetter Trottel kaputt. Hast du ihn erwischt? Sehr gut. Hör mal, da gibt's noch was, was meine Mutter mir als Kind immer gemacht hat. Du musst mir die Milch von dem fetten Bastard herbringen, okay? Was? Hast du gerade gesagt, seine Milch? Nun. Jetzt sei doch nicht so zimperlich deswegen. Was ist denn schon dabei? Menschen essen sich wahrscheinlich schon seit Urzeiten gegenseitig auf. Ich meine, wolltest du es nicht auch schon immer mal probieren? Nein. Dicke, dicke, dicke. Nein. Vertrau mir einfach. Bring sie mir doch bitte. Er braucht sie ja doch nicht mehr. Und ich sehe mich nach dem süßen, süßen Organfleisch. Lecker, lecker, lecker. Ich gehe dann mal. Danke. Ich werde mir das genüsslich auf der Zunge zergehen lassen. Mann, das wird großartig. Danke für deine Hilfe. Das war sehr freundlich. Gut. Das haben wir ja ganz toll gemacht. Dann, ja, geht's jetzt weiter mit der anderen Nebenquest, die wir da noch hatten, die wir vorne bei Timothy abgeholt haben. Der rasende Bot it is. Ich glaube, der ist wieder hier unten, wenn ich das richtig gesehen habe. Stanley? Wer ist Stanley? Juppi? Kaputte Stanley. Ja,
Hatten wir den nicht schon mal erledigt? Ich glaube auch, ja. Der hat so respawn, der Frechdachs. Ja, aber guck mal, so schnell wieder. Sag dem Türsteher, dass du wegen dem Bridge-Turnier da bist. Was willst du? Sag schon. Bridge-Turnier oder sowas. Und jetzt lass mich rein. Okay, geht in Ordnung. Komm rein. Toilette? Noch mehr Toilette? Was müssen wir tun? Ach so! Oh! Alright! Bist du drin? Gut! Platziere einfach die Wette mit einem der zwei Knöpfe. Du schaffst das. Ja, ja, klar schaffe ich das. Wer spielt denn gegen wen? Zwischendurch einfach mal spülen. Ja, aber wer spielt denn gegen wen? Ich kann doch jetzt nicht einfach auf irgendjemanden wetten, ohne das zu wissen. Doch, klar. Ach so, warte, auf blaue Ecke oder auf rote. Ja, rot. Das nennt sich Blindbidding. Nee, finde ich nicht in Ordnung, mag ich nicht. Bitte. Aufhol Gamer gewinnt. Alles klar. Ja. Und nu, Wette auf Kämpfe. Schon wieder, aber hier kann ich nicht. Doch, jetzt. Ich nehme mal blau, okay? Ja, ist gut. Das sah aber nach rot aus. Egal. Ja, komm, da kommt wieder Aufhol Gamer. Vopur Chadeux. Alles. So muss das. Das haben wir fantastisch gemacht. Okay, jetzt wird es richtig spannend. Wir manipulieren einen Kampf und du wirst dich als Kämpfer melden. Ja. Lass mich rein. Ach so, wir müssen uns registrieren. Zwischen dir und dem großen Kampf stehen jede Menge Loser. Es gibt aber einen Weg, das Ganze zu beschleunigen. Schalte sie aus. Dann kommst du in der Liste nach vorne. Und mach dir keine Vorwürfe. Das sind Leute, die bereit sind, um ihr Leben zu kämpfen. Wir geben ihnen also nur, was sie sowieso erwartet hätte. Natürlich. Hey, da geht die Tür einfach vor meiner Nase zu. Was ist das denn? Frech. Okay. Oh. Und ihr seid schuld. Wer ist hier oder? Nee, hier, die Bots. Ach so, ich dachte schon. Nun, da oben ist was. Wer ist denn hier als Gegner? Hier ist... Hui, da. Machine Gun Mickey, Mikey, wie auch immer. Gut gemacht. Das ja. Weißt du noch, dieses Missverständnis? Ich war auch mal ein Kämpfer. Ich fand heraus, dass mein nächster Gegner betrügt. Also habe ich das auch getan. Dankeschön. Und los. Merke, und los. Die Maskerade vor sich selber schmeißen. Vielleicht scheiße ich Chips. Ja. Was, vielleicht scheißt der Chips? Hat er gesagt. Ach, hier ist schon der nächste. Hallo, wo ist der Gegner? Da, Bomber Gary. Hier, Granate für dich, Bomber Gary. Oh. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt hier? Meine Granate, Entschuldigung. Also wettete ich gegen mich und ging selbst zu Boden. Mann, hab ich abkassiert. Möchte es noch jemand versuchen? Easy peasy. Ich wollte ja eigentlich nur eine Granate schmeißen, ne? Den Dicken wollte ich gar nicht zünden. Ja, wie immer. Flauschi hat den Vorschlag gemacht, ob du dir nicht mal einen Zettel irgendwie auf den Schreibtisch legst, wo drauf steht F gleich Fähigkeit, G gleich Granate. Und dann habe ich nur geantwortet, dass das wahrscheinlich nicht viel bringt, weil du dann einfach vergisst, dass dieser Zettel existiert. Wahrscheinlich. Ja. Das klingt viel zu authentisch. Ja.
Ich drück jetzt G, okay? Es ist lustig, weil es wahr ist. Mach, drück was du willst, Jan. Von mir aus drück auch ein F4. Nee. Das ist Special-Fähigkeit, ich schwör. Nein, den Cheat-Modus mach ich nicht. Oh, Badass. Badass am Arsch. Ja. Oh, hi. Ja, gut. Oh, da sind noch mehr. Wo? Ich verpasse die was. Oh, hi, na? Oh, oh, die Sache. Kaputt. Aua. Ich wurde erwischt und dann durfte ich nicht mehr zu den Kämpfen. Aber keine Sorge, ich kann heute besser betrügen als damals kämpfen. Okay, gute Arbeit. Dein Kampf steht an. Geh zurück in die Arena und dann in die Umkleide, um dich für den großen Kampf vorzubereiten. In die Umkleide? Umkleide? Glaubst du doch wohl selber nicht, Kumpel. Ha, ich weiß, wer unser nächster Gegner ist. Ja, ich glaube auch. Ist das richtig, dass wir hier lang müssen? Ja, ne? Ist das das Beste, das sieht was ein du bisschen so hast? Aus. Ja, die paar Wretches. Ach. Solange wir sie nicht als Burger essen müssen. Warum nicht? Wretch Dogs. Weiß ja nicht, ne? Doch. Es gibt ja wieder Ärger mit den Veganern und so. Ne, habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber wenn wir das nicht machen, dann gibt's Ärger mit den Fleischfressern. So, also, wie man es macht, ist verkehrt. Und irgendwie sind wir hier falsch, habe ich so. Nein, wir sind bestimmt richtig. Nee, ich glaube aber nicht. Ich gehe mal woanders lang. Mal gucken, wer zuerst da ist. Oh, Kling hat's gemacht. Wo Gegner sind hier? Ja, hier auch. Aua. Oh, cool! Arschloch! Oh, du hast gerade einen schweren Fehler gemacht. Ja, gut, dann räume ich dir mal ein bisschen auf. Mach das! Hey, hast du gerade Dinge nach mir geschmissen? Blöder Bot. Oh, was, Dobby? Ach, da war noch ein Bitbot, wie niedlich. So. Also ich könnte jetzt nach unten fahren und ihr so? Wir haben noch wunderbar hier schön Gegner hier und so. Cool. Da freue ich mich aber für euch. Wir haben ein bisschen Content. So ein bisschen, ne? Aus was Dormi wieder. Digi-Klon. Dann warte ich mal hier auf euch. Der Dicke rennt. Der Dicke rennt. Das sieht nicht richtig falsch aus. Doch, ihr seid richtig. Ach hier. Tag. Tag, schön, dass ihr da seid. Guck mal, dann können wir jetzt in die Umkleide, oder? Ja, wir alle drei in eine. Ja, stellt euch mal nicht so an. Meint ihr, ich guck euch was weg? Warte jetzt einfach. Geh in der dritten zu Boden und wir sind beide reich. Und jetzt hört zu, kriegt bloß keine kalten Füße. Viele Kämpfer kommen mit großen Träumen her, aber es ist so. Alle betrügen, die ganze Zeit. Ohne Betrügen läuft nichts, glaub mir. Es ist soweit. Runde 3. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Oh je. Du siehst gut aus da draußen. Noch eine Runde. Ja. Und dann? Das ist ja süß gewesen. Komm raus da. Meine Fäuste sind bereit. Ich hab dich schon wieder vergessen. Okay. Die kommen doch nicht mehr raus! Ja! Was machst du denn? Wir hätten reich werden können, du verdammter Idiot! Das war's! Niemand haut Ivan übers Ohr! Ich bring dich selbst um, Bastard! Okay. Ja, komm her! Schmucki, komm. Heute wir noch! Warten. Und da hast du Schiss! Nun! Ups. Ja gut, hätten wir die Nebenquest auch erledigt, dann können wir die letzte jetzt noch erledigen. Gut, dann kann es ja jetzt weitergehen. Wir haben ja jetzt beschlossen, dass wir wohl doch die Hauptquest weitermachen müssen, weil dieses Labor für die Nebenquest können wir, glaube ich, noch gar nicht finden, ne? Kann das?
Also ich glaube, das ist so, dass wir die erst machen können, wenn wir da unten drin sind. Lass uns das schnell machen. Ja, irgendwie klingelte auch gerade was so in meinem Hirn. Ich glaube, du hast recht. Jetzt ist es. Das können wir jetzt noch gar nicht machen. Der ist aber schön geflogen. Gut. Okay, Timothy hat Angst vor Reinigungsspots. Oh, der ist jetzt wieder. Ey, was ist los? Weiß ich nicht, ob der Angst davor hat. Ey, was mit dir? So, ein bisschen gut hier, ein bisschen gut da und dann gehen wir da hinten hin. Hier schwirrt überall so Essezeug um mich rum. Warum machst du das? Ah! Wer schießt da? Nichts mehr. Nee. Gar nichts mehr. Oh doch, guck mal. Oh, nein, nichts mehr. Heute noch. Okay, ich muss Jack sein. Hey, Kiddo. Gib mir nur eine Sekunde, um mich einzufinden. Hey, du da. Du lässt es hier nach Armut riechen. Wenn du mir kein Sandwich besorgst, verfüttere ich deine Organe an verhungernde Welpen. Ja, so geht das. Mal los. Gut machst du das, Timothy. Bitte bestätigen Sie Ihre Identität. Hallo Püppchen, Jack hier. Ich hab's eilig. Du musst mich. Scanne biometrische Daten. Ja, das ist eine scheißpotente Qualitätsdoppelhelix. Ich bin gut aussehen bis in jede Zelle, Baby. Bestätigt. Scanne Gesichtszüge. Sicher, Püppchen. Schau dir in aller Ruhe dieses hübsche Gesicht an. Bestätigt. Scanne persönlichen Stil. Ja, absolut. Schon mal einen bestätigt. So feinen... Verdammt Identität richtig. Bestätigt. Siehst gut aus, Jack. Ja, als ob ich das nicht wüsste, oder? Okay, das hat er gut gemacht. Zack, zack, zack. Beweg die Zahnstocherbeine. Ah, tut mir leid. Weißt du, irgendwie habe ich mich ein wenig in der Rolle verloren. Ich bin... wirklich aufgeregt, dass ich aus diesem Casino rauskomme. Wie auch immer, gehen wir. Okay, let's go! Ich will nicht angeben, aber ich habe ein Bewusstsein entwickelt. Das ist extrem unangenehm. Meine neu entdeckten Träume werden von der Angst verschlungen, dass meine Abschussquote übertroffen wird. Ich muss meinen Rekord bis zum Tod verteidigen. Steigerung, du musst meinen Rekord verteidigen. Ich warte in der Hütte. Ach du heiliges Aktenfutter! Du hast eine alte Flasche von Tox Spreng den Scheiß Bombensoße gefunden! Hala Sprengo Chilis! Napalmöl! Getrocknetes Rexalz! Die reinste Geschmacksexplosion! Aber meine Rechtsfutzis meinten, man darf Sprengstoff nicht als Gewürz bewerben! Also haben wir es vom Markt genommen! Ist der Scheiß zu fassen? Tja, du bist ab sofort mein neuer Bombensoßenräumdienst! Jag jede Flasche in die Luft! Talk, Ende! Ist ja okay. Haben wir doch schon. Ja, wollte gerade sagen, musst du jetzt immer so anschreien? Oh nein! Was ist? Nix! Ach, da bist du einmal im Loot, da gehen die. Das ist doch schon wieder. Und schwupp. Ha, guck mal, ein Echolog, ich wusste es. Schabubbel! Stell dir vor, diese verzweifelten Arschlöcher verzocken ihre Ersparnisse und kommen dann nochmal wieder. Es ist so einfach. Oh Gott sei Dank muss ich mir diese Loser nicht persönlich antun. Ich meine, sie sind so arm und riechen. Ich könnte ja Deo verschenken, das würde... Ach was, scheiß drauf, das sollen sie lieber bezahlen. Denn Jack hat ein Casino-Baby und eine Menge Spaß. Ja, also dann, alles Gute zum Muttertag. Hab dich lieb, wir reden nächstes Jahr. Okay. Oh, ich kann das halt so gut nachvollziehen, ne? Oh, schön. Mit dem Deo? Igitt, der Ort ist von Ratches befallen. Ich hasse diese ekligen kleinen Monster. Schaltet sie aus. Jawohl. Einmal Ratchfutter, kommt sofort. Ja. Dann mach. Oh.
schön. Was ist das? Nee. Ein Schwarm? Wo? Hinter dir, Jan. Wo denn sonst? Ja, ich weiß doch auch nicht. Aber guck mal, das Gute ist, du weißt immer, wo du den Gegner findest. Ja, hinter dir. Genau. Also ist das dann schon... Also, Viech! Was geht hier? Loot geht hier. Nun. Grüne Waffe. Grandios. Hola, ja. Das ist ja très bien, wie der Franzose sagt. Ja, ja. Très bien sagt er auch ganz bestimmt genauso. Klar. Hast du nicht Französisch gelernt? Nee, ich hatte Latein in der Schule. Latein? Oh. Ja. So rede sie nur noch auf Latein mit mir. Ich, nein. Nein, ich kann nur das, was jeder noch so kann. So Alea, Jagda, Est meine und so. Sind das kann ich noch nicht machen. Die Würfel sind gefallen, kennst du nicht? Nee, ich kenne nur... Oder Errare Humanum Est. Irren ist menschlich, mehr kann ich auch nicht. Warte mal, ich kenne einfach das Lateinische Konto. Vidi, Vidi, Vici. Er kam, sah und siegte. Wenn der Kammerjäger die richtigen Chemikalien findet, können wir die Ratchnester vielleicht einfach wegschmelzen. Manche Chemikalien brennen wie Feuer. Oh, mag ich. Nice. Oh, neue Ratches. Ja, mehr Action. Level 53, jawoll! Gratulation! Ist das das Beste, was du zu bieten hast? Ich hab Chemikalien gefunden! Jetzt brennt diese Nester nieder, damit ihr da durchkommt! Ja doch! Ja doch, wird gemacht, lieber Ember! Oh, Stormy! Ah, passt! Ja? Nee, alles gut, ich hab's gerade nur aus dem Augenwinkel gesehen! Glaube ich nicht! Glaube ich aber für dich mit, ich hab Videobeweis! Okay! Okay. Bam. Oh, ihr wisst einfach nicht, wann ihr aufhören sollt, oder? Nein. Ich schätze, ich muss die großen Wummen rausholen. Mach dir keinen Kopf um ihn. Es gibt nichts, was er aufbieten kann, womit du nicht fertig wirst. Jetzt, wo wir drinnen sind, sollte ich Zugang zum Teleportationssystem des Kerns haben. Ich kann hinter dieses Kraftfeld tauchen und es manuell ausschalten. Ja, dann mach doch. Ach, ihr seid schon weitergegangen, okay. Ach so, warte, ich kann zurückkommen. Nö, ich bin schon, ich bin da. Alles gut. Du hast gelootet, ne? Natürlich habe ich gelootet. Edwin, ne? Aber das ist wichtig, wir brauchen Munition und so, ist doch alles wichtig. Zack, VIP-Teleport, Baby. Und jetzt? Okay, ich starte. Beginne Kraftfeldabschaltvorgang. Sieht aus, als würde es... Oh, oh. Hey, was zum Teufel? Kammerjäger, Hilfe! Bitte! Hilfe! Hack dieses Ding! Oh, oder aber das habe ich bereits, Timothy! Und du gehst direkt zu Pretty Boy, mein Hübscher. Arschloch! Ich wusste es! Ich trau dem nicht. Pretty ja! Er hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Nicht für ungut. Wen will ich verarschen? Für euch ist alles ungut. Aber ich habe doch gesagt, dass nur ein Narr einem Menschen vertraut. Und ich bin ein Mensch. Was dich gut zu machen? Genau! Zu einem verdammten Narren! Freddy meldet sich ab, Lutscher! Hab ich doch gesagt! Erinnert ihr euch, dass ich genau das gesagt habe? Dass er gesagt hat, man soll keinem Menschen trauen und er ist ja ein Mensch? Was zum Teufel ist da unten los? Freddy hat uns reingelegt. Er hat Timothy entführt und bringt ihn zu Pretty Boy. Hurensohn. Kraftfeldabschaltung abgeschlossen. Oh, den kriegen wir. Okay, es hört sich herzlos an, aber Tim hat das getan, wofür wir ihn brauchten. Jetzt können wir nur noch mit dem Plan fortfahren. Finde die Energiequelle für den Turmbezirk und schalte sie ab. Kriegen wir hin. Klar. Ich orte jede Menge Aktivität in diesem Sektor. Pass auf deinen Arsch auf. Ja, mein Arsch. Keiner. Dann bin ich ja beruhigt. Aber müssen wir jetzt weiter runter, weiter hoch? Runter, glaube ich, hoch. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Einer sagt runter, einer sagt hoch. Wir sind uns einig, wie immer. Dann bleibe ich jetzt einfach hier in der Mitte. So. Sag mal, was ist denn da oben los, Junge? Was ist los? Gar nichts mehr ist hier los. So, Junge.
Tschüss mit Öss. Oh nein, das ist zu weit unten. Tschüss. Tschüss. Nein. Du hast heute aber auch, ne? Oh. So mit runterfallen und so. Ja, Abgründe sind heute echt nicht mein Freund. Das ist echt wahr. Konzentrier dich, Amara. Konzentrier dich. Alles null. Jetzt, da ich Timothy habe, beginnt der echte Spaß. Du hättest einen Deal machen sollen, Kammerjäger. Einen Deal. Ja, jetzt muss ich diesen Timothy Bastard brechen. Entschuldige mich bitte. Nee, mach ich aber nicht. Ignoriere ihn, Schätzchen. Mach einfach weiter. Da kommt ein Aufzug, der dich dorthin bringen sollte, wo du hin musst. Ach, gucke. Ich glaube, hier müssen wir hin. Ja, stopp! Das tut wirklich verdammt weh! Du kannst die Hand nicht abnehmen, die ist fest. Nein! Au! Bist du jetzt runtergefallen? Vielleicht. Genau, ein bisschen. Das ist ja, Timo. Und jetzt fang an, das Zeug zu öffnen, oder ich hole die Säge! Oh je. Gut, dann würde ich mich doch einfach an dieser Stelle für diese Folge verabschieden. Und wenn wir wieder vollzählig sind, kann es ja dann in der nächsten Folge weitergehen. Ist das ein Deal? Klingt gut. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.